Juhu! Willkommen zurück zu Let's Talk WoW. Wir sind immer noch im Scholasar-Becken. Es ist immer noch dieselbe Aufnahme. Lotti ist noch da. Hallo! Grüße. So, und genau, den Probenbehälter, den können wir jetzt Das endlich abgeben. Lichtsignal. In dieser Hauruck-Aktion, mit der man mal eben da durchgeprügelt wurde. So, Vögel. Ja. Ja. Wenn ich gleich mal weiß, wo. Ich gleich mal weiß, wo, dann ja. Man sollte diese Vögel holen. Die verdrehte Klaue eines Rock und den Kuschelrock. Genau. Also, es rockt gewaltig hier. Um es mal klar zu sagen. Weißt du, wie das da vorne? Irgendwo hier müsste das sein. So, was haben wir die Uhr eigentlich? 22:07. Okay. Es rockt gewaltig. Jetzt gerade erstmal schucken. Ach, die Rocks, das sind diese Vogeldinger hier. Na gut. Dann da muss ich eigentlich nur ein paar von wegpumpen, ne? Oder wie sieht das aus? Hallo, dann Das hält immer noch Business. auf. Schildhand-Item. Grün. Int-Zauber macht Crit. Das ist, nee, das brauche ich nicht mehr. Das ist egal. Das ist egal. Wo bin ich denn? Ah, hi! Wie bist du denn? Ist noch nicht bereit. Weit bis 78. Ich bin Kann ich noch 78! liefern? Ich bin 78 und es ist wunderschön hier oben. Kann ich noch nicht tun? Ja, komm. Mach hier. Klatsch, klatsch. Mach, was du willst. So, verdrehte Kleines. Oh Gott, die droppen ja so mega selten. Ich bin 78. Danke, danke. So. Das lädt immer noch auf. Eine Random Drop, ja, es sieht fast so aus, als wären sie ein Random Drop. Ja, sieht fast so aus. So. Hauptsache, das Nordei und irgendwelches anderes hier Löte droppt, aber nie das Quest-Item. Bloß nicht. Wehe, es droppt das Quest-Item. Das wäre ja furchtbar, aber wenigstens haben die hier so ein paar von diesen Eiern, die man einsammeln muss. Das ist ja sonst. Das ist ja sonst absolut unmöglich zu finden. 2, 3 von 7. So. Das heißt, die muss eigentlich noch viel mehr von diesen Fliegedingern wegpumpen. Weil die so unglaublich toll Kann ich noch ihre nicht wirken? verdrehten Klauen droppen. Boah, die sind aber auch sau schnell. Blöde seidige Down, die braucht man auch. Was ist das? Ja, die braucht man genau gar nicht. Die auch nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Jo, aber wo ist denn jetzt noch mehr? Da hinten ist noch mehr. Ja, ich habe, glaube ich, auch irgendwie zwei oder so. Ja, zwei Stück habe ich. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel.
wer haben wir denn? Blut, Mar, Beinplatten, der Ausdauer. 126 Ausdauer. Das ist ein bisschen, ne? So. Haut schon ganz gut hin. Aber hier oben sehe ich doch noch was. Da. Eierklauen. Yes. Noch mehr Eierklauen. Lachen Sie, gehe ich zu K3 für die Hode-Quest. Ja, das stünde auch noch bei mir an. So. Aber man macht das ja etwas langsamer, beziehungsweise ich mache das etwas langsamer, absichtlich etwas langsamer, damit man mal die Geschichten sieht, die da noch hinterstecken. Lässt du mich in Ruhe. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Das ist zu weit entfernt. So. Nochmal gutes Ziel genommen, Fluges. Ja, geil. Gibt's ja nicht. Zweimal gedrommt, zweimal gekriegt. Geil. Also nicht gekriegt. Aber ist egal, ist ja sowieso irgendein komisches schwere Kette. Hier Dröhne da, das braucht ja eigentlich sowieso keine Sau. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, das ist tatsächlich so. Dass ich mal wieder irgendeinen Scheiß dabei habe, den ich nicht dabei hätte haben sollen. So. Ja, wie viel habe ich? Zwei. Oder so. Was? Wo? Ne, drei. Ja, ich drei. Ja. Was soll man da auch sonst anderes machen? Da ist noch mehr. Oben sind noch ein paar. Ja, hier. Zur Sichtweite ist es nicht toll. Kommt man genau zu gar nichts. Dieser Zauber ist komm nicht bereit. Klatsch, genau so ist er nämlich. Das lädt immer noch auf. Inventar ist voll. Ja, jetzt habe ich jemand gekriegt, jetzt kriege ich ihn nicht gelootet. Ist aber egal, weil ich kann ja diesen anderen grauen Scheiß wegschnappen hier. Aber es ist immer noch nicht... Ich würde ja vielleicht mal irgendwie so ein Schild anzünden oder so. Nur mal so... Weiß ich nicht. Ich muss näher ran. So. Schneller. Da ist nix. Hier sind die zwei. Nee, hab ich aber nicht. Sehe ich noch nicht. Trocken, aber nichts. Droppen aber nichts. Jetzt habe ich noch einige gekriegt. Schön. Da ist noch einer. Ich sehe den überhaupt nicht, diese komischen Vogel da. Weil ich fand das tatsächlich sehr schwer, den Vogel am Boden überhaupt auszumachen gerade. Ich habe gedacht, das wäre nur ein Blätterhaufen. So, oh Gott sei Dank ist das fertig. Endlich fertig. So. Ja. Gott sei Dank.
Also nochmal durch das wilde Dickicht durch. Ey, lass mich los. So. Weil. Weiß gar nicht sicher, gibt es da noch eine Folgequest von, wenn ich das jetzt hier abnehme? Hi, wie geht's? Mal gucken. Die sind wirklich schön. Ich bin die Gesellschaft mechanischer Eichhörnchen und Hühner, so leid. Es wird wundervoll sein, einen Begleiter zu haben, dessen Gelenke nicht geölt werden müssen. Was, ja, geil. Sie? Kann ich mir glatt vorstellen. Irgendwie, so weiß nicht. Also, ich finde es ein bisschen Panne, aber irgendwie mag ich ihn auch, weiß ich nicht. So. Was kann ich für euch tun? Dann, was haben wir? Ihr habt es geschafft, verdrehte Klauen zu finden. Ja, war nicht einfach, glaub mal. War nicht einfach, aber ich nehme das Geld, weil die Stiefel sind doof. So, schaut bewundert auf die Klauen, die ich mitgebracht habe, ja. Diese werden mehr als ausreichen. Die Gorlocks haben ein Sprichwort, welches besagt, je verdrehte die Klaue, umso mehr Macht besitzt sie, okay? Ich bin mir sicher, der Erzmagier wird bei dieser Expedition für etwas für sein Geld bekommen. Ja, für die Allianz. So, ja. Die ist jetzt gerade weg, während ich... Ich gehe noch an RDB bis 78. Fertig hier, oder? Kollege, ich weiß nicht, was ein RDB ist und ich kann auch bei weitem nicht so schnell tippen. Es tut mir leid, das geht einfach alles 400 Mal zu schnell. So. Ja. Muss man so sagen, es geht halt einfach 400 Mal zu schnell. So, hab ich komplett aus dem Konzept gebracht. Wo waren wir denn jetzt eigentlich noch? Noch bei der Seuchenfront könnte man zwischen dem Katarakt der Regenruf und den verlorenen Landen im Schulasarbecken. Ich suche den Avatar von Freya, okay. Avatar von Freya sucht, ja. Kann mich dran erinnern, das war, glaube ich, Freya war, glaube ich, die Naturbeschützerin diesen Beckens hier. Irgendwie so war das. Jedenfalls, hier gibt es auch noch sowas wie eine Schöpfungsgeschichte zu. Wo ich mir gerade aber nicht sicher bin, wie ich das anfangen, beziehungsweise wie ich da loslegen soll. Weil so gerade, glaube ich, nämlich irgendwie ein paar Quests hier verpasst waren. Aus irgendeinem Grund. Glaube ich, werde einfach nochmal einen Rundflug machen. So einmal durch das gesamte Becken und dann mal schauen, ob mir da irgendwas begegnet. Weil irgendwas muss da ja begegnen, zwangsläufig. So, Naturgewalt. Hallo. Ihr seid nicht von der Geißel, aber gehört auch nicht hierher. Was soll ich mir euch anfangen? Mich lieb haben. Bitte, mich lieb haben. Warte mal da. Das hätte niemals passieren dürfen. Die untoten Streitkräfte erstürmen die Wiege des Lebens. Die Wiege des... Genau. Das Scholasar-Becken ist nämlich die Wiege des Lebens eigentlich. Wenn ihr nicht hier seid, um die Diener des Lichtkönigs zu vernichten, dann verlasst diesen Ort sofort und lenkt mich nicht von meinen Pflichten ab. Wenn ihr nicht meinen Zorn... ich dachte, du hättest dieses Ding gerade eben umgehauen. Hier bin ich jetzt doof. Mann. Eure Gewinnfreiers Vertrauen nehmen ihr 6 verleuchte Leichname und 10 Knochensensenverheerer, in denen verlorenen Landen vernichtet. Okay, also... okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Oberguardian-Tante hier vertraut uns gerade noch nicht so ganz. Tja. Sieht doch einigermaßen ungemütlich aus gerade. Und deswegen pumpen wir hier so ein paar von diesen bösen, untoten Uglis um. Um uns ihrer Unterstützung sicher zu sein. So, das ist... Kann ich noch nicht hier? Ich will
Nicht, dass du mich kriegst. Das lädt immer noch auf. Schmeißt du denn dafür? Scheiße, ja, du hast doch nicht gehört. Die droppen aber Mana-Tränke. Das ist aber schön, so für den Erstfall. Das ist ganz gut. Kann ich noch nicht wirken? Schwupp. Noch eine monströses Geschöpf. Ja, den brauche ich gerade nicht, aber ich brauche diese komischen widerlichen Gammelknödel da und diese Knochenrippchen, die brauche ich auch. Warte mal, kann ich dich unterbrechen? Ja. Das lädt immer noch auf. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann ihn mit dem Scheckel unterbrechen. Ich kann ihn nicht für lange unterbrechen, weil er dadurch durch den Dot sofort wieder aus dem Shackle rauskommt. Aber das macht nichts. Man kann mit dem ja lustig spielen. Dann macht er seinen komischen Knochensensen. Zeug da nicht. Was mir sehr lieb ist, weil das irgendwie blöd ist. So. Das lädt immer noch auf. Du bleibst immer schön weit weg von der Pelle, ne? Hast du richtig gemacht. So. Zack. Und der Rest hat erstmal nur irgendwelche blödsinnigen Ghoul, die braucht keine Sorge. Aber du. Ich muss näher ran. Hä? Zauber ist noch nicht bereit. Hab ich mich zu früh bewegt? Das ist cool. Das ist richtig gut, dass man die mit dem Shackle unterbrechen kann, mit der untoten Fesselung unterbrechen kann. Das lädt immer noch auf. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht, dass das so richtig abgehen kann. Da fällt er auseinander. Mann, siehst du scheiße aus. Kann ich noch nicht so, aber so finde ich das doch schön. Nee, 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 nee. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Weil er diesen Knochensensenangriff ja kanalisieren muss, wie ich meinen Gedanken schinden, kann ich ihn mit einem einfachen Shackle unterbrechen. Ich kann zwar nicht verhindern, dass er das danach direkt nochmal macht, aber ich kann ihn ja dann wieder unterbrechen. Kann ich noch nicht. Das lädt immer noch auf. Ja, ja, ja. Tschüss. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Inventar ist voll. Eine kaputte Halskette. Sehr, sehr wichtiges Gerät. Für nämlich Juwelenschleifer, die damit kann ich noch nicht sich neue Rezepte erforschen können. Also gar nicht mal schlecht, dass das gerade gedroppt ist. So, du kommst auch noch weg. Ich muss näher ran. Da unten. Das lädt immer noch auf. Okay, der Gedankenschlag kam nicht mehr rechtzeitig, weil ich gerade keine Erfrischung ticken habe. Aber macht nichts. Wenn man sich dabei konzentriert, kann man sich richtig schön Mana-effizient verhalten. Das ist richtig herrlich.
Man kann zwar nicht verhindern, komplett OM zu gehen, aber dafür hat man jetzt diesen unendlichen Mana-Pot hier. Kann ich noch nicht sagen. Oder kann ich von diesem Knochen-Sensendröhne einfach auch weglaufen? Nee, der macht das unendlich lange. Bonus-OP. Kriege ich auch. 897 Bonus-EP. Ja, ich laufe immer in dem Bonus-EP Bereich rum, weil ich mich hab, die Woche über, wenn ich nicht spiele, immer, oder nicht immer, sondern sagen wir meistens, in so einem Bonusgebiet parke, wo man dann durch Ausloggen besonders viel von dieser Bonus-Erfahrung kriegt. Und das ist dann tatsächlich sehr schön und sehr entspannt zu leveln. Auch wenn man jetzt nicht irgendwie das Super-Equip hat direkt. Oder irgendwelches Account-Equip oder sonst irgendwas. Dann kann man das auch mit irgendwelchem grünen Rotzzeug machen. So, aber ich glaube, ich brauche noch, genau, ich brauche nämlich noch einen von diesen zusammenfallenden Klappergestellen da. Bist du? Du bist ein monströses Geschöpf. Ja, du siehst genauso scheiße aus, wie du wahrscheinlich auch bist. Aber du bist das letzte Rippchen. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. So. Das ist schön. Genau so haben wir das gern. Ganz schön ätzend, ne? Stell dir mal vor, du hast mehrere von diesen Knochensensen-Dingern am Arsch. Du kannst die ja nicht alle hintereinander irgendwie wegscheckeln oder so. Oder irgendwie damit unterbrechen. Das ist eine ganz gute Schwierigkeit eigentlich, wenn man mehrere davon am Arsch hätte. Wenn die alle gleich, wenn so drei, vier von diesen Rippchen anfangen, ihre Scheiße zu werfen, dann steht man bestimmt auch ganz schön nackig da. Also zumindest, wenn man nur so grünen Kram trägt. Ich denke mal, mit besserem Equip ist das direkt auch eine andere Sache. Was haben wir denn da? 29 in 36 und 42 Zauber. Nee, den Gürtel brauche ich nicht. Ist meiner tatsächlich schon besser. Ich kann nicht mehr tragen. Ach ja. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, so nervtötend, ne? Ernst, ey. Mann, das ist nervtötend. Ja. Ich finde, da hätte man wirklich mal schauen können, dass die so ein Quetten. Warte mal, ein Gold wert? Nee. Das schmeiße ich schon hier raus. Ach, die war echt finden, die brauche ich nicht. Hab das mal zu Stück. So. Hätte man wirklich mal schauen können, dass mal wenigstens die Questgeber freistehen, weil sowas regt einen schon teilweise auch ein bisschen auf. Wenn man da sonst. Die Agenten des Lichtkönigs haben törichterweise diese Lande betreten, in denen die Macht des Lebens regiert. Okay, jedes Leid, das sie anrichten, soll ihnen siebenfach heimgezahlt werden. Deswegen, ich mag die Einstellung von ihr tatsächlich. Das unmittelbar für die Verderbnis des Landes verantwortliche Monster nennt sich Talgram Seuchenbringer. Okay, er findet ihn genau nötig von hier, nimmt diesen Zauberschutz, um die Macht des Todes auf ihn zurückzuwerfen. Zeigt der Geißel, dass die Macht des Lebens über alles siegt. Das mache ich sehr gerne, aber ich muss erstmal Kram verkaufen. Weil. Inventar voll. Und ich habe gerade schon irgendwelches Zeug rausgeschmissen. Wir werden das so machen. Ich komme gleich wieder. Nehme die Quest an. Und schaue indessen mal, wo hier noch man etwas mit den Regenrufer machen könnte. Und wie man da am besten hinkommt. So, weil diese lustigen kleinen... Diese lustigen kleinen Gordok-Dinger,
Ich weiß nicht, wie nennt sich das Volk oder die Rasse dieses Völkchens hier? Unten schnetzelt irgendeiner rum. Die da. Die Regenrufer, genau. Die sind das nämlich, zu denen man dann gehen kann. Die so lustig aussehen. Genau. Und bei denen kann man dann, wie gesagt, so Ruf farmen und sich wohlfühlen. Heißt, man kann in diesen Baldachin rein. Die gesamte Fraktion ist natürlich nicht feindlich gesonnen. Es sei denn, die werden natürlich feindlich, wenn man sich jetzt diesen komischen Superschnuffis da unten anschließt. Dann finden die dich natürlich super scheiße und verhauen dich kaputt. Was sie wahrscheinlich auch hinkriegen, weil 94, ne, 94.000 ist schon mal eine Ansage. So, du bist nur ein Reagenzmittel. Was habt ihr denn sonst alles? Lomé, du bist der Glitzerzeugsammler. Yes! Genau. Und du reparierst mir auch mein Zeug. Das ist aber sehr schön. Speis und Trank. Hallo? Schau mal an, die haben auch Tundra-Beeren zum Schnapsbrauen. Hat man hier auch am Start. Ist ja wunderschön. Ich kann Schneeflau... Tatsächlich? Die kann man ja auch kaufen? Habe ich ja... Irgendwie ist mir das entgangen. Tatsächlich. Die kann man da auch kaufen. Aber warum sollte ich die kaufen, wenn ich die auch farmen kann? Dann kann ich mir dieses Gold sparen. Ist natürlich irgendwie Kleinkrämerei, aber naja, gut. Draufgeschissen. Ich finde es trotzdem noch ein richtig geiles Schnapsrezept. Einfach nur so, weil es geht. Hochorakel Shusei. Ihr großes Regenstein. Wir beschützen und ihm geben Glitzer und er sich um uns kümmern. Ja, großes Glitzerstein. Chinchen, du mehr Glitzer für Stein vielleicht. Ja, ich dir holen Glitzer, du mir geben geilen Kram dafür. Rüstmeister der Orakel, zeig mir, was du hast. Das mysteriöse Ei. Aus diesem Ei schlüpft etwas, okay. Dauer 7 Tage. Ja, für Ruf respektvoll, was haben wir da? Vorlagen. Ja. Für Juwelenschleifer. Dann die geheime Lösung des Orakels. Orakelfreundlich gewährt eine Chance, Ziele mit Gift zu treffen und erhöht das Bewegungstempo um 5%. Hält 30 Minuten an, kann nur im Schulasarbecken fallen werden, okay. Langsam gerösteter Aal. Mit Schuppen, damit er noch knusprig wird. Yes! Wollte ich schon immer mal essen. Was haben wir da? Orakel E für dich. Talisman der Ablution. Ablution. So. Erhöht kritische Trefferwertung, stellt Mana, Wut, Energie oder Runenmacht weniger, wenn ihr ein Ziel tötet, das Erfahrung oder Ehre wert. Das ist ja gar nicht mal so ungeil. Das ist auch zum Farmen nicht schlecht. Tatsächlich. Mana, Wut, Energie oder Runenmacht? Also besonders für Wut und Energie könnte ich mir das schön vorstellen. Oder wenn man nicht in den Genuss eines unendlichen Mana-Trankes kommt, dann stelle ich mir das als ein sehr schönes Farm-Item vor. Was Erfahrung oder Ehre gewährt. Ja. Was haben wir da? Fischartiger Sattelgurt. Orakel respektvoll. Den will ich haben. Wie komme ich bei euch ganz schnell auf respektvoll, mein Freund? Ich möchte ihn haben. Schön. Leuchtedelsteinrune. Zauberstab. Naturschaden. Okay. Ist auch respektvoll. Der hat sogar noch mehr Dampf im Kessel als der andere. Ich verliere etwas Int und Wille, aber dafür hat er noch Crit da drin. Glitzerschuppenwicke. Sehr schön für kleine Schurken. Und Druiden, glaube ich auch, ne? Angriffskraft, Rüstungsschlag. Müsste auch Katzendruide sein. Ja. Zahnschlitzerhelm. Jäger. Oder Chamis. Ja, ja. Was war der Haikiefer-Kappe? Genau, das ist der Ehl-Schami. Kann ich schon gucken. Platte. Oh, alles, was denken will. Das ist noch... Nee, das ist alles, was angreifen will. Und das ist dann wohl alles, was denken will, schätze ich mal. Naja. Nicht schlecht, aber genau auf diese beiden habe ich es irgendwie jetzt gerade ein bisschen abgesehen. Ich muss mich tatsächlich mal jetzt in der nächsten Folge drum kümmern, wie man zu diesen Leuten Kontakt aufnimmt. In...
freundlicher, farmender Art und Weise. Ja, das interessiert mich ja jetzt schon mal ein bisschen. So. Krieger der Regenrufer. Ja. Ich pack mir noch mal so eine Packung an. So eine Packung an Beeren ein. Vielleicht habe ich gleich Bock, noch ein paar Pflaumen jagen zu gehen. Klingt immer noch falsch, aber ist mir gerade egal. Gut, ich mache mich mal auf. Guck ich mal in Richtung Basislager. Und mach dann dort eine Pause. Wir sehen uns gerne wieder in der nächsten Folge. Wenn ich dann das Rätsel des Scholasar-Beckens hoffentlich... Nein, anderer Fluss. Wenn ich dann das Rätsel des Scholasar-Beckens hoffentlich endgültig entschlüsseln kann. Wie gesagt, ich weiß, dass es hier noch mehr gab als diese paar Jäger-Quests. Hier gab es sogar noch deutlich mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das finde. Jetzt so gerade. Wie gesagt, vielleicht werde ich auch mal offscreen einfach durch die Gegend fliegen und mal dieses niedrige Stufe Quests anzeigen Gedröhne anschalten, weil es könnte sein, dass ich mit 78 bereits irgendwie aus dem Suchmuster falle, was diese Quests hier alle angeht. Funkensprühendes Orakel. Sieht hier süß aus. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.